Da sind wir wieder bei Need for Speed Heat. Warte mal, wir gehen mal kurz wieder in die Garage. So, Wagen tauschen. So. Wir wollen nämlich ein bisschen Reputationspunkte sammeln. Warum der jetzt auch doch mit dem F-150 kommt, verstehe ich gerade nicht. Weil eigentlich hätte ich den jetzt gerne. So. Gut, das sind die drei Rennen. Brauche ich aber gerade nicht. Dafür brauchen wir nämlich Kohle. Die haben wir gerade schlichtweg nicht. So, das sind jetzt ganzen Sprintrennen hier in der Nacht. Haben mich dann irgendwie gerade. Ne, wir haben nur tagsüber die Rennen, ne? Aber ich muss eh das Auto dann tauschen. Warte mal. Wir haben noch hier ein paar Rennen noch. 240. Da sind nochmal gute. Perfekt, das sind noch. Der gerade richtig abgeht, der Wagen hier. Ich hoffe, dass ich jetzt wechseln kann, nur gleich. So, den machen wir mal kurz platt hier, den Ich finde es auch cool, dass er zum Beispiel alle Lichter dran hat. Anhand, die auch angebaut haben. Jetzt muss ich jetzt doch mal beim ersten Mal hier noch fahren, aber wir haben jetzt unser Offroad King jetzt mittlerweile fertig. Jetzt müssen wir doch wechseln. Ah, so ein Nerv. Ja, ich muss das Auto wechseln. Scheiße. Also dürfen wir die ganze Strecke nochmal neu fahren. Gehen wir mal die. Selbst so eine Nacht hilft dir, ein Gefühl für die Stadt zu bekommen. Das bisschen in. Minimal. Wir brauchen 21.000. Also, ich hole mir jetzt gerade nur. Ich will dieses Rennen mit den fahren, dazu muss ich aber das Auto wechseln. Ich weiß, unser Streit war heftig. Aber Anna hat sich immer noch nicht bei mir gemeldet. Und ich rufe sie bestimmt nicht an. So. Perfekt, dann können wir jetzt wechseln. Weil jetzt müssen wir nämlich das Rennen. Wir waren das Rennen auf jeden Fall jetzt. Das Rennen müssen wir jetzt auf jeden Fall fahren. So. Also den ganzen Kram nochmal. Dahin. Weil dieses Rennen gibt 10.000 Erfahrungspunkte. Das könnte Level 21 wieder. Wir müssen jetzt die nächsten Folgen hier anfangen, jetzt in der Nacht diese Reputationspunkte zu sammeln. Im Idealfall so viele wie möglich.
dazu relativ schnell aufsteigen in Richtung Level 23, weil dann können wir, wie gesagt, mit der Story erst weitermachen, weil dann können wir nämlich erst mit Aina weitermachen. So. Ich nehme auch nicht jetzt alles ab, fahre jetzt auch nicht alles einzeln ab, um die ganzen Flamingos und so da, zu kriegen. Die holen wir uns dann nach und nach mal. Oder vielleicht eine Spezialfolge oder so, keine Ahnung. So, Ring Racer zum zweiten. Wir stehen jetzt mit dem richtigen Auto vor, vor dem Rennen. Und den holen wir uns jetzt erstmal. Aber Glück haben und Level Heat 2 bekommen, dann schaffen wir sogar mit einem Rennen hochzukommen. Auf geht's in die Nacht von Pop City. Wir wollen ja aber... Ach, da ist wieder der Mustang, der uns ja schon in einer der letzten Rennen ziemlich geärgert hat. Wir sind ja Gott sei Dank ein Sprintrennen, aber so einen Kopf auf jeden Fall. Also bei Level 2 sind wir schon mal dabei. Da könnte man nämlich... Ja, wunderbar. War klar, dass die Kopf jetzt kommen. Oh, schönes Auto. Haben das alle mitbekommen? Unsere Zielperson fährt offenbar ein Aston Martin DBL. Die Jungs da vorne, die machen mir gerade ein bisschen Ärger. Ich lasse mich so gerne überholen. Ah, ich meine, wir könnten doch ruhig ein paar Kopf kommen. Die sich dann aber... Oh. Die sich dann aber gerne auch nach dem Rennen wieder verziehen. Wir haben jetzt gerade Halbzeit, jetzt irgendwie 5 Minuten. Ich dachte, die haben schon bis zum 70% oder so. Aber scheinbar dann doch nicht. Gut, ich habe den Dings drin. Radarstörer, dass ich halt weniger schlecht zu finden bin. Das ist auch gut so. Manchmal. Vorsprung ist mittlerweile ein guter Kilometer.
blöder Kopf. Shit, habe ich mich zu sehr leiten lassen. Habe ich hier rechts abgemusst, jetzt links abgemusst. Ist aber auch nicht weiter tragisch, weil wir haben guten Vorsprung. Rennen kommen. Pass da draußen auf dich auf. Die Cops machen jetzt offenbar ernst. Das machen die schon die ganze Zeit ernst. Ich bin nur für zwei. Sauber. Ich muss das nur nach Hause fahren jetzt irgendwie. Nach Hause. Ja, wir haben einen guten Heat-Level, also. Wir nehmen das Ding mit. Diese anderen Crews sind doch keine Gegner für uns. Erinnern wir sie daran, mit wem sie es zu tun haben. Das müsste mit Lizzes Level 20. Warte mal, Level 21? Komm, gib mir noch ein 22 hinterher. Na, schade. Aber wir haben einen guten Level geholt. Noch so eine Nacht, dann haben wir Level 23. Locker, Level 23. Hey, 22. Mach's dir bequem. Es war ein anstrengender Tag. So. Gut. Das haben wir auch geschafft. Haben wir uns schöne Reputationspunkte geholt. Jawohl, ja. Das ist wieder Nacht. Ich brauche Nachtrennen. Mehr brauche ich Nachtrennen als. Weil ich muss leveln. Nee, wir müssen leveln jetzt. Auto gesaved, das ist erstmal das Wichtigste. Ich muss ja sowieso danach nochmal einen neuen Racer kaufen, damit ich mal durchwechseln kann. Aber mit den 10.000, die ich gerade nur so hab, da machst du hier momentan nichts. Also fahren wir noch ein bisschen Nachtrennen. Wir brauchen nämlich schließlich Level. Also wie gesagt, noch so eine Nacht, dann haben wir das locker drin, die Level 23. Also dann können wir jetzt richtig leveln mit 3, 2, 3. Kriegen wir das schon irgendwie auf die Reihe. Jetzt fehlt uns auch nur noch eine Garage, glaube ich, meines Wissens. Ich glaube, wir haben jetzt 12, glaube ich, von 13. Ach, wir haben noch gar keine. Ach, wir haben gar keine Heat-Level. Ja, gut. Das ist gut, aber die Safe, dann haben wir, ist der Heat-Level runter. Das ist ähnlich wie bei Most Wanted. Da haben wir, anders als bei Most Wanted damals. Wir nehmen die Kohle mal mit hier. Wir nehmen den Lauf. Wie gesagt, wir nehmen jetzt alles mit, was geht. Das müssen wir jetzt irgendwann noch fahren. Weil wir brauchen Level.
Die Kohle ist jetzt gerade nebensächlich. Hauptsache, wir kriegen jetzt erstmal Level 23, dass wir weiter an der Story kommen müssen. Das werden jetzt die nächsten Aufgabenpunkte für die kommenden Folgen werden. Weil wir können jetzt auch ein paar Cops kommen. Wenn die sich dann wieder verschwinden, am Ende verschwinden, ist das gut. Wir bräuchten nur Level 2, 3. Ja, yeah, aber ja, da sind sie doch schon. Auf die Idioten ist doch teilweise Verlass. Super. Weil ich jetzt gerade dazu sagen muss, dass die Rennen auch teilweise härter werden. Oh, jetzt geht's wieder. Was? Muss ich irgendwie jetzt. Ist das teilweise verdammt eng, wenn die Autos hier durch die Gegend fliegen? Keine Cops. Das ist ja blöd. Und das Rennen ist schon zu Ende. Eine Überraschung. So, die Punkte nehme ich jetzt wieder mit, dann save ich mir das einfach. Sicher ist sicher. Ruhm ist nicht alles. Naja, alles gut. Schön Geld. So, jetzt kriegen wir nochmal zwei dazu. Das heißt, wir haben nochmal 10.000 kassiert. Und es reicht auch nicht ganz für Level 23, für Level 22. So, wir gucken auf die Uhr gerade. Die letzte Folge haben wir ein bisschen länger gemacht, dann am Donnerstag. Das heißt, wir machen heute Feierabend schon. Und dann würde ich sagen, machen wir Feierabend, ja. Ja, schade, ne? Gut, damit ist nochmal Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Need for Speed Heat. Und dann machen wir auch wieder weiter mit dem Level dann ab morgen 14 Uhr, wenn ihr wieder mit einschalten würdet. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss.